Jo Leute, was geht hier wieder am Start? Weiter geht's mit WoT. Ja, ich war jetzt die letzten, das waren jetzt drei Tage waren das da, wo ich kein Video hochgeladen habe. Am Sonntag hatte ich ehrlich gesagt keine Lust, weil der Panzer, den wir spielen würden, wäre der Air Force 1583. Und ich habe mit dem zwei Matches noch am selben Tag gespielt, an dem ich eigentlich das Video hochladen wollte. Aber es hat mich nicht wirklich, sag ich mal, überzeugt, dass ich das wirklich auch machen wollte. Und holy shit, haben wir gerade übertrieben geiles Matchmaking bekommen. Einziger 7er gegen 6er und 5er. Nice. Ja, ich habe WoT jetzt auch die letzten Tage gar nicht gespielt, weil Arbeit einfach richtig mitgenommen hat. Deswegen kam halt auch kein Video mit. Diesmal, heute habe ich Zeit. Jetzt kann ich auch eins hochladen. Und ja, WoT habe ich gerade auch nicht aufgewärmt oder so, sondern wir legen blind los. Wie es aussieht im Moment ganz gut. Ich meine, nach 3 Tagen denke ich mal, verlierst du nicht dein Wissen über WoT, hoffentlich. Das wäre ja richtig ein bisschen peinlich. So, dann fahren wir mal los. Hoffentlich verkacke ich es nicht. Wer will mein Freund sein in WoT, bitte? Ist das nicht arm? Also ich finde sowas arm. Wer will bitte mein Freund in WoT sein? Das ist schon echt traurig. Vor allem schreiben, dass Leute nicht die 18 oder älter sind. Außer man ist in einem Fahnenclan drin und verarscht Leute dann, ne? Dann würde ich es nachvollziehen. Aber er heißt Adi 12345, also epischer Name. Muss ich mir auch zulegen, glaube ich. So. Ich freue mich schon auf die Top Gun von dem Panzer. Sehr auf jeden Fall. So 6 Schuss pro Minute, dafür 300er Damage. Das heißt, du kannst 6er teilweise mit 2 Schüssen rausnehmen. Und das ist, was wir wollen. Und 7er kannst du dann erst recht durchkommen, 8er natürlich auch sehr schön. Okay, die haben da sehr viele Medium. Und die Frage ist, sind sie jetzt schon hier oder sind sie noch nicht da? Sieht noch gut aus. Jetzt ist Treffen angesagt. Die Frage ist, soll ich so spielen? Im 16er Zoom oder im 25-fachen Zoom? Aber ich glaube, ich bleibe im 8er. Weil dadurch wird sich die Genauigkeit relativ wenig ändern, sage ich mal jetzt auf ganz extrem. So, die haben da zwei, vier Leute, die da hinten schon mal sind. Ist schon mal nicht so das Problem. Oh, KV-85. Den habe ich sehr spät gesehen. Und mein Kollege schubst mich. Oh, zum Glück. Bam, tanken wir ein bisschen 5er. Wenn es auch ein bisschen lächerlich ist, aber dann geben wir ein bisschen Damage. Hi, Schatzi. Ja, die kassieren da. Ah, die Artillerie. Schießen wir ein bisschen. Komm, 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 komm raus, komm raus. Der ging nicht durch. Was mich jetzt relativ ärgert, ist die Arti. Und wieso leckst du? Wieso leckst du? Das ist so, was ich nicht will. Lecks sind so das Schlimmste. Okay, was hat auf mich geschossen? Kein blassen Schimmer. Etwas mit viel Damage auf jeden Fall. Also nebenbei, ich habe 8er Durchschlag und komme beim KV-1 nicht durch. Nur so als ganz kleine Randinfo. Komisch, wie habe ich denn, von wem habe ich überhaupt den kassiert? Das hat mich auch relativ jetzt gerade interessiert. Ich finde sowas lächerlich. Aber ist gut, der KV-1 hat wenigstens Panzerung. Das kann man dem schlecht abstreiten. Leider habe ich, also ich meine, ich habe eine Malati kassiert, aber woher kam. Ach Leute, ich bin jetzt nicht gerade in guter Laune, was das angeht. Einfach über diesen fetten Hügel schießt sie und trifft mich. Kein Problem. Also. Boah. Den sehe ich nicht. Zumindest sie könnten mich von da hinten rausnehmen. Wie 3-6. Ah, seht ihr schon, ein schönes Match, aber leider verloren. Weil einfach das Spiel sagt, es muss so sein.
Ja, getroffen wie ein Meister. 3-2-1. Ja. Nippel gleich mal schnell rausgenommen. Na gut, der Cheater hat mich doch noch rausgenommen. Er kennt halt die Schwachstelle. Mann, meine Heavy ist leider. Mann, ich wünschte, ich hätte das mit meinem 7er bekommen, mit meinem T3400. Dann hätte ich hier alle rausgenommen. Das wäre viel leichter. Weil ohne. Ja, ohne halt diesen Turm bist du halt wirklich eingeschränkt. Naja. Das war wahrscheinlich dann verloren. Ich werde heute niemanden reporten, habe ehrlich gesagt auch keine Lust dazu. Meiner Meinung nach sollen alle Spiele reportet werden, die einfach nicht mehr richtig spielen, aber gut. Machen wir weiter mit unserem T3400. Was Farmen angeht, tue ich hauptsächlich, also was ich jetzt gerade so spiele, falls das jemand interessiert, ich spiele gerade den T55R spiele ich gerade, den T3400 so ab und zu und eigentlich Super Pershing und den WZ111, um Geld zu farmen, weil sonst kann ich mir natürlich die 8er und so weiter nicht leisten, ne? Das ist halt teure Sache. Okay, wir haben da. Was haben die an Medium? Nicht viel. Die haben nur 2, 3 Panzer. Das heißt, ich kann auf den Berg hochfahren. Ah, die wird hoffentlich nicht töten. Und wenn, dann werden wir es ja schön erfahren. Ach ja. Wir sind ja nur so nebenbei. Versprochen wurde uns, Spielern, dass der Patch im Sommer rauskommt. Wir sind noch im Sommer. Das ist noch Fakt. Es ist noch Juli. Das heißt noch den ganzen August. Und ab, also nach dem August hört eigentlich der Sommer auf, weil ab September beginnt schon der Herbst, ne? Und wenn da bis dahin nicht der neue Patch draußen ist, dann hat WoT beschissen, also Wargaming hat beschissen. Und das auf extreme Art und Weise. Hoffentlich kommt da kein IS-3 oder so. Wunderbar. Ich werde auch nicht auf den Berg da hochfahren. Das bringt mir relativ wenig. Oh Mann. Oh, da kommen Leute. Oh mein Gott, Leute. Schaut euch das an, mein Team, wo das ist. Für mich heißt es runter. Denn ich werde definitiv nicht auf dem Berg bleiben. RAM. Einfach nur Leute, einfach nur. Ich sag euch nur eine Sache, und zwar, ihr wisst ja, wie WoT funktioniert. Ihr kennt die Map Tundra. Und das ist ein schöner Stock ES, den wir mal versucht haben rauszunehmen. Haben wir ja auch geschafft, aber der hat nicht mehr zielen müssen. Und ich hoffe, oh Gott. Kommt ein Schatz hier, auf den ich gar keine Lust habe. Ja. Geile Sache. Geile Sache. Ja, also. Normalerweise diese ganzen Heavys report. Und wäre ich Admin, hätte ich sie gebannt. Aber ich bin kein Admin. Und da sollten ganz viele Leute darüber froh sein, sonst hätten wir ein paar tausend Spieler weniger auf dem Server. Naja. Verdient haben es leider zu viele. Weil wenn man nicht spielen kann, das war dieses Lemming einfach, alle hintereinander und schön musst du damit leben. Na gut, dann machen wir halt 6 Matches, das ist ja auch nicht schlimm. Weil ich würde mal normalerweise, wie es halt so gedacht ist, bei mir 3 Matches, die halt einigermaßen lange dauern, so weiß schon 5 bis 10 Minuten dauert so ein Match, ne, wo man halt richtig noch was halten kann.
Und das dann auf 30 Minuten, perfekt. Hast du schöne Matches, denke ich, also nicht schöne, aber denke ich mal so ein bisschen actionreich. Aber hier sind keine 2 Sekunden um und schon kannst du gleich zum nächsten rübergehen, weil habt ihr einfach gesehen. Einfach nur schaut euch das zweite Match an nochmal ganz in Ruhe. Ich habe natürlich nicht auf die Minimap geachtet, das war mein Fehler, aber habt ihr einfach nur gesehen, was da abgegangen ist. Normalerweise fahren alle Leute, also man soll sich schon richtig aufteilen, da habe ich kein Problem mit. Sollen auch ein paar Heavys einfahren, wo sie auch waren. Aber wenigstens ein oder zwei Heavys sollten doch mit uns auf den Berg fahren, dann hätte ich doch kein Problem damit. Aber sie sind einfach alle Lemminge dahin gefahren und jetzt sollen die dort verrecken. Weil somit haben sie das, also wenn sie dann noch gewinnen, dann verstehe ich halt WT nicht mehr, weil normalerweise gewinnst du da nichts mehr. Weil die sind alle schon so weit durchgepusht. Es ist praktisch dieses. Na gut, der Gegner war eigentlich nicht so blöd. Der hat eigentlich schon richtig gespielt. Der hat sich gleich ein bisschen aufgeteilt. Alles klar, der Schuss ging einfach mal drüber. Aber er hat ihn getroffen. Wieder drüber. Also Genauigkeit, Chef, das wäre was Neues für dich, oder? Oh mein Gott, wieso springt mein Visier so hart? Bitte sag ich habe ihn getroffen. Das wäre jetzt ein bisschen bitter, hätte ich ihn jetzt dreimal nicht treffen können. Ja, wunderbar. Genauigkeit ist da, das ist nicht so schlimm ab und zu. Oh. Wunderbar. Jeder Schuss sitzt eigentlich bei dem Panzer. Den Leopard haben wir anscheinend auch getroffen. Was haben wir denn da in IS-3? Mann, der Schuss ging ein bisschen luftig. Ich stehe gerade richtig beschissen, kann ich euch sagen, aber. Oh, da habe ich den IS-3 echt gut getroffen. Wie und wo, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber getroffen. Ich hätte ihn das Geschützgang beschädigt auch. Ich wollte nicht mein T. 32. Bewegt mal deinen Arsch, weil sonst schiebe ich dich. Einer der weiteren Vorteile von Oho. Und du kannst einfach Leute wegschieben, wenn sie dir auf den Sack gehen. Aber das Problem ist, er kommt nicht gegen 9er wie den Type 4 Heavy an. Denn der ist mit ihm leider bissel zu viel gepanzert. Was ich zum Beispiel nachvollziehen kann, ist, wenn zum Beispiel die ganzen Gegner hier sind und wir sind alle hier, dann ist es für mich vollkommen in Ordnung, weil dann wird keiner gerusht, dann ist ein bisschen Gemetzel da. Und Ruhe ist. Oh mein Gott, ey. Das ist, was ich am meisten hasse. Es ist grün, aber du triffst halt gar nichts, weil du einfach weißt, das ist keine Schwachstelle. Ja, aber wir haben nicht gekrittet. Und wir werden durch Büsche gespottet. Das macht auch Sinn. Na, ich hätte den Gun gedamaged eigentlich. Okay, wir haben hier ein paar Leute. Das Problem ist, wir können halt nicht tanken, so wie wir wollen. Weil die haben nur Heavies und Medium. Wieso? Er steht doch seitlich. Ich wurde nicht gespottet. Ja, jetzt dreht er sich wieder weg. Das bringt nichts. Ein bisschen schade, dass der Schuss nach oben ging. Aber damit müssen wir wohl leben. Der Kollege ist voll der Type. Also, der glaube ich, keiner kommt bei ihm frontal durch. Kein T30, nichts. Boah, ich habe ihn getankt, Alter. Ich bin ja glücklich. Da sehe ich den IS-3 irgendwo hinter. Ah ja. Danke für die Warnung, Spiel. Weil die kommen da auch von hinten schon. Ah, die pushen jetzt. Das ist schon mal eine gute Warnung, sage ich, Fragezeichen. Ich warte eigentlich nur noch, bis er sich umdreht. Aber wie ich das gerade so sehe, passiert dann nichts. Nee. Boah, den habe ich niemals gesehen. So schnell, wie der unterwegs war. 5-8. Na, der Superpershing kommt da. Der wird jetzt ein bisschen rausgenommen.
Keine Ahnung, ist er mit dem Arsch gerade zu mir? Kann ich gerade nicht identifizieren. Nippel vielleicht versuchen. Turm. Okay, der ist tot. Ihr seht schon, oh mein Gott, okay, jetzt wird's lustig. Ich bin an dieser Schnelligkeit. In Person. Oh, da kommen jetzt aber ein paar Leute auf mich. Nicht ablenken. Nur gucken, wohin ich fahre, mehr nicht. Sonst überlebe ich es nicht. Bitter. Eine etwas ganz bittere Sache. Oh, wir haben hier ein Superpershing. Seht ihr, beim Superpershing komme ich seitlich irgendwie durch. Weil das Spiel dagegen kein Problem hat. Nein, schieß mir nicht in den Arsch. Ja, Superpershing. Ah, nee, 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 Kollege, das kannst du dir schminken. Killt ihn. Weg krieg Amorak. Ja, das passt schon. Ja, das ist gut. Das war ein FCM in voll. Boah, ich dachte, ich hätte gerade meinen eigenen Griff. 50 Hunde, das war noch am Leben. Hier ist 3. Ich bin der Blind. Oh, der IS-3 ist da. Ich schau mal, was der 5100 macht. Er könnte hier in meiner Nähe sein. Der ist sogar hier irgendwo. Wo genau, kein Plan. Asynchro des Todes. Und ich bin der letzte überlebende Mensch auf dieser Map. Ich sehe IS-3 doch lieber. Der IS-3 ist mir dann doch lieber. Nein, der IMX darf mich nicht töten. Ja, kommt bei mir einfach durch. Aber sowas ist für mich viel lieber, wo ich zum Schluss noch lebe. Klar, ich konnte jetzt nicht viel machen, weil ich bin gerade erst angekommen und schon war hier das Gemetzel los, ne? Ich bin halt nicht der Schnellste, klar, ich war ein bisschen am Anfang aufgehalten, aber ihr seht schon die Veränderung. IS-3 und ich haben auf jeden Fall meiste Erfahrung rausgehauen und auch den Damage dementsprechend. Und so muss es laufen, nicht anders. Es war einfach, klar, der Gegner hat ein bisschen cleverer gespielt, kann ich leider nichts dazu sagen, weil die haben die größten Leute dahin geschickt und dann haben sie ein bisschen auseinandergenommen, also außenrum auseinandergenommen und fertig. Sind sie dann gepusht und haben uns halt teilweise von hinten ja, ein bisschen rausgenommen. Wir haben jetzt 15, 13 verloren, das war jetzt nicht so schlimm. Aber damit kann ich leben. Das war wenigstens ein gescheites Match, nicht wie dieses eine, wo ich mit dem T-34-100 bam, ich damage den, Luck ausgewichen, dies, das und dann auf einmal merke ich, oh, da kommt ja eine ganze Horde von denen. Oh, bei mir ist ja nur eine Scout, Stufe 6. Meine Chancen zu überleben sind einfach mal auf null gesunken, weil ich habe ja versucht, ich habe ja gesehen, ich habe versucht zu fliehen, aber das bringt ja gar nichts. Du wirst gekrittet und der IS in Stock hat mich noch rausgenommen. Also, das ist dann halt seine Sache. Man müsste halt wirklich sowas wie Admins im Spiel haben, so. Klar, es sind ein riesen Server, aber man kann da irgendwie so Leute machen, die das halt wirklich kontrollieren. Kontrollieren wollte ich gerade sagen. Deutsch ist geil. Kontrollieren einfach. Gucken, wie was läuft, wie Spieler spielen, dass man das denen erklärt. Ich meine, die haben ja diese Teil rausgehauen, die Videos, wie man auf den Maps spielt. Keiner von diesen Spielern schaut sich jemals dieses Video an. Also, die, die es können, beziehungsweise, sagen wir mal, ich kann es.
die fahren trotzdem falsch, so ungefähr. Obwohl die wissen, dass sie dahin fahren könnten oder sollten, weil sie diese Class-Technik haben, aber sie fahren trotzdem anders, weil ja, die sind halt besser, ne, so ungefähr. Aber leider verstehen Leute nicht, dass es dieses, du hast nicht dieses wie in GTA einfach Freiraum, wo du einfach überall, wo du willst, hinfahren kannst. Das existiert in diesem Spiel leider nicht. In dem Spiel existiert drei Richtungen und du musst dich für einen entscheiden, und zwar für die richtige. Keine Scheiße. Ich finde den IS echt geil und ich bin nicht durchgekommen. Er kommt einfach durch. Er kommt einfach durch. Alles klar. Er kommt einfach durch. Ich bekomme null Hilfe. Das ist mir relativ nice Sache. Vor allem ich bin an der Front. Ja, zumindest halte ich ihn. Aber ich glaube, der schießt. Ja, der schießt mit Gold. Ach, die Hellcat muss ich jetzt doch reporten. Welche ist denn das? Der Rambo? Weil die Hellcat kommt nicht durch bei mir. Der Rambo. Bye bye, Rambo, mit einer fetten, unfairer Spielweise. Report. Seht ihr, ich kann einfach nicht hinten wie so ein Hurensohn bleiben und einfach warten, bis das Leben weitergeht. DJ Koch, Alter, du scheiß deutscher Bastard, Alter. Wieso existierst du auf diesem scheiß Spiel, Mann? Seht ihr, das regt mich schon auf, Mann. Leute können einfach nicht spielen. Komm, Jess, wo bist du? Da bist du. Ja, so kurze Distanz und natürlich alles daneben. Wieso kämpft der IS da hinten? Der muss doch an die Front. Der Medium muss auch an die Front. Die TD doch nicht. Schaut euch das an. Wir zwei TDs sind an der Front und ein verfickter VK steht einfach hinten. Was stehst du da rum? 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 Ich verstehe es nicht. Ich kann nicht campen, Leute. Das ist einfach tabu. Ich habe mit meinen ganzen TDs, die ich je durchgespielt habe, nie gecampt. Das geht einfach nicht. Das ist einfach so ein Verbot. Ja, Alter, das spiele ich ja besser ohne das Visier, aber ich glaube, ich bin tot. Ah, ne, habe ich Glück gehabt. Die helle Höllenkatze lebt noch. Die mit Gold auf mich schießt, obwohl sich das nicht nach Gold angehört hat, aber man weiß das ja nie. Okay, wunderbar. Schaut euch das an, sogar ein Sechser Spiel besser als der scheiß beschissene VK und tot ist er sogar wieso am Ende. Ich fahre nicht auf ihn raus. Ja. Ich hoffe, die Arti kann ich hier hinschießen. Sonst bin ich tot. Ja, das hat er leider kassiert. Nur 6-8. Boah. Also, er kann bei mir einmal hier durch. Einmal hier durch irgendwie. Da verstehe ich leider nichts. Weil der Panzer tankt 8er fast schon und 7er mit einer großen Wahrscheinlichkeit. Ich meine, klar, wir haben jetzt nicht die größte Panzerung. Ich meine, ich kann immer noch nachvollziehen, wir sind Franzose, aber wir sind so ein Franzose, der schon einiges tanken kann, und von Stufe zu Stufe wird es halt besser. Und das ist ein T-43. Ja. Mein Geschütz geht halt einfach nicht hoch. Vielleicht kommt die von rechts. Ja. Ein bisschen rechts, links und dann alles ist super. Oh. Ja, ganz sicher nicht, Kollege. Ah, ich kann mich nicht mehr. Oh, der kommt mit seinem Geschütz sogar runter. Alles klar. Alles klar.
War mir sogar jemand durch. Cromwell, na gut. Unsichtbar. 8, 15, 15, 8. Yes, hat gekämpft. T43. Naja. Gut. 1000 Damage. Oni hat einfach mal kassiert. Ich meine, klar, ich bin auch nicht der hellste, was manchmal abgeht, aber 0 Damage mit dem Oni zu schaffen, das ist schon relativ schwer. Vor allem, das schaffst du wahrscheinlich nur auf dieser Map. Aber es gibt Leute, die schaffen es auch natürlich ohne Maps. Die packen das einfach so drauf. Die fahren wahrscheinlich nur geradeaus und werden gleich gekillt. Der Panzer Oni und Oho, sehr gute Panzer. Es fängt eigentlich schon ab dem OI Experimental an. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie die OI und der OI Experimental sind, weil die wurden ja gepatcht. Zum Schlechteren, also die haben jetzt schlechtere Sachen drin. Aber als ich sie gespielt habe, von 5er bis Stufe 8, wo ich jetzt bin, super Panzer. Sehr empfehlenswert zu spielen. Hast du einfach mega Vorteile. Gegner kommen bei dir nicht durch, weil sie halt nicht alle deine Schwachstellen wissen. Solange du halt nicht gegen 9er antrittst, ne, das ist natürlich die Voraussetzung. Wenn du 8er und 7er hast, dann hast du einen besseren Spielplan einfach, weil dann weißt du, okay, die Kollegas kommen bei dir nicht so leicht durch und du kannst ein bisschen mehr Action raushauen. So, 59 Patton CDC, das sind die zwei schnellen Jungs und der T4300 und Cromwell, Firefly, okay. Ein paar Leute haben die schon. Wir haben den Panther. Und sonst kein Achter mehr. Ah, der Panther ist schon neben mir. Der ist auch flink. Wie viele Premium-Panzer hier alleine schon sind in einem Match? Ich glaube, das ist der M4, A3, ja, I2, keine Ahnung. Also Panther, T34, IS6. Und das war's, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob der M4A, A3, E3 oder E2, wie auch immer die heißen. Aber wir haben schon mal 3 oder 2. Und die haben 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 6 Panzer haben die. 6 Premium-Panzer von 15 Spielern. Das ist schon gut. Okay. Bitte steh nicht rum. Vollhorst. Lieber kämpfe ich und sterbe und spiele weiter. Denn in WT macht es gerade relativ. Oh. Okay, da bewege ich mich mal lieber nicht mehr. Mal sonst bin ich gespottet einfach. Ich wurde einfach mal gespottet durch irgendwas. Bin wahrscheinlich gleich tot. Ja, der spottet uns. Na, schaffe ich das noch? Nein, für einen Arsch schaffe ich das. Ja, wir haben sogar ein IS-3 gehabt da oben. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ach ja, mein Lieblingsspiel wird zum Hassspiel. Sehr enttäuschende Sache. Aber ich hoffe, dass der Patch da einiges ändert. Und Hauptsache, diese zwei Maps kommen einfach raus. Die Malinowka und die Prorowka. Mit Gold kann ich noch leben. Und mit scheiß Teams kann ich auch noch leben, aber ich kann nicht damit leben, dass Arti da ist, dass zwei Maps da sind, die einfach nicht unspielbar sind, weil da habt ihr gesehen, was soll ich machen? Soll ich etwa 15 Minuten durchcampen? Das kommt nicht in Frage. Das ist nicht die Aufgabe von einem Medium-Panzer und ein CDC, der ist schon da oben angekommen, bevor ich überhaupt den Berg erreicht habe. Das ist schon krass. Na gut, machen wir weiter. Artis, diesmal fahre ich, weil wegen dem MV alleine schon fahre ich durch. Ich werde da nicht stehen bleiben, aber ich glaube, ich bin zu langsam. Deswegen muss ich gucken, ob es sich rentiert, da durchzufahren.
So. Ach ja, und der T57E1. Und T451, nicht T57, sondern der T54. Wunderschöner Panzer. Der würde mir bestimmt jetzt auch noch Spaß machen. Aber der T57 Heavy ist halt trotzdem geil. Der ist ein Biest, sage ich nur, was Damage angeht. Wenn man den nur ein bisschen spielen kann und ihn auch richtig einsetzen kann, dann kannst du bis zu 6000 Damage raushauen ohne Probleme. Musst du halt nur Glück haben ohne Arti und natürlich, wenn es geht, gescheite Kollegen haben, wo auch viele Gegner entgegenkommen. Ist dann natürlich wieder so ein Würfelspiel. Aber ansonsten packt er eigentlich alles. Du kannst zum Beispiel, sagen wir mal, du hast einen Gegner wie die Maus, 1 gegen 1. Du hast die Trommel, die Maus hat halt Panzerung, wenn du kein Gold hast, und ja, halt viel HP, ne? Und diese viel HP kann sie halt in Ruhe tanken. Wenn sie auf dich seitlich rausfährt, gibst du wie einmal Kette, dann fährst zurück, vielleicht hast du Glück so mit dem Damage. Und dann repariert sich vielleicht, wenn sie blöd genug ist, und dann fährt sie nochmal auf dich raus, kettest du sie gleich zweimal, hast du noch zwei Schuss in der Trommel und fährst weiter zurück und so kannst du sogar entkommen. Und ich komme hier noch vielleicht rüber. Eine Super Pershing, irgendwelche. Ja, okay, jetzt wird's lustig. Ob die Arte hier rüber schießen kann. Boah, wie hat denn der da kassiert? Nein, das ist ein bisschen falsch von dir. Das ist auch das letzte Match nebenbei. Das wollte ich nur so gesagt haben. Ja, ich sollte eigentlich in die Front gehen. Panik, Panik, Leute. Darf man nicht haben, sonst verlierst du. Panik oder du hast verloren. Also, Panik ist eine ganz schlechte Sache. Wunderbar. Ihr habt gesehen, ich habe ein bisschen gezuckt mit der Hand. Das ist so eine komische Sache von mir. Oh, das war die Arti. Boah, das hat mich sogar getroffen, hat der. Ja. Also, wenn bei mir der IS einmal durchkommt, nur ein einziges Mal, dann bin ich echt gespannt. Da muss ich den Panzer selber testen. Aua. Kollege. Okay, die haben da jetzt großes Geschütz hier vorgeparkt. Ich hätte doch lieber im Zoom 3 bleiben sollen. Jetzt geht er den Panther. Jeder kommt bei mir anscheinend durch. Panik! Ich hasse sowas. Ich habe ihn aber getankt. Ja, okay, wenigstens passt einer auf die Flanke auf, das ist schon mal gut. Ah, aus der Flanke kann ich nicht so schießen. Also aus der Turmdrehung. Da wird die Geschwindigkeit. So ein Blödsinn. Hätte ich ihn schon längst treffen können. Ich kümmere mich weiter um diese Schatzis. Der Löwe kämpft dann noch. Der Löwe geht mir halt echt auf den Sack. Also keine Panik. Aber kein Damage ist Panik. Kein Damage von ihm ist für mich sehr gut. 1-7. Boah, ein geiler Punktestand. Kommt einfach durch, weil weiß wahrscheinlich, wo er schießen muss. Ist eine ehrlich gesagt bittere Sache.
Wieso habe ich den jetzt nicht getroffen nochmal? Meine Güte. Ich schieße mir wahrscheinlich genau in die Fresse. Irgendwo. Achso, hinter mir. Ja. 2-9 ist ein guter Punktestand. Boah. Aber sehr viele One-Shots. Und der Kollege hat sehr viel kassiert anscheinend. Arti, die eigentlich so, ja, relativ wenig Nutzen hatte, wie man sehen kann. Nicht mal einen einzigen Kill. Weil Arti einfach die unnötigste Klasse im ganzen Spiel ist. Oh, ein CDC wieder angekommen. Ich glaube, mit dem CDC kannst du auch gut farmen, weil... Also ich weiß jetzt nicht, was... Ich muss mal vielleicht ein Gameplay oder so anschauen, was ich zwar ungern mag, aber... Also ungern mache eigentlich, so Gameplays von anderen Panzern anzuschauen. Weil ich habe das so selten gemacht. Und... Ja, es... Schauen wir mal, wie gut der ist, der CDC, weil ich denke mal, der hat eine sehr gute Stabilisation, dass er sehr gut treffen kann. Und plus Gun Depression ist optimal. Panzerung halt dagegen wieder nicht, aber das kann man halt trotzdem gut nutzen dann. Komm, Kollege, geh einfach Selbstmord beginnen, also das tut dir besser. Nein, er versucht dann auch irgendwas zu machen, er ist schon die ganze Zeit gespottet worden. Und der Jagdpanther mit seinem Blindshot durch die ganze Welt. Ja. Wenn du guckst, dann denkst du, der kommt von links. Oh ja, hat er Glück gehabt. Also ich kenne mich nicht mit der Arti aus. Deswegen habe ich nur geraten. Der Typ. Oh, 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 und da hat ihn die Arti fertig gemacht. Damit CDC. Habt ihr. Normalerweise würde die Arti einfach drüber schießen, weil wie soll sie in dieser kurzen Zeit jemanden ausziehen, aber Arti kann das, Arti macht das. Ja gut, Arti als Top-Damager, okay. Irgendwas hat sie ja doch geschafft. Aber schaut nicht auf den Damage hier bei der scheiß Arti, sondern auf die Erfahrung. Und das heißt, sie hat nicht wirklich viel gemacht. Sogar der 7er hat fast schon mehr gemacht als die scheiß Arti. Na gut, Leute, ich hoffe, es hat euch mal gefallen. Ich verabschiede mich von euch und ich hoffe, ich kann euch jetzt die restliche Woche plus Wochenende weitere Videos geben. Und ich habe noch eine Kleinigkeit. Am Wochenende gibt es ein schönes neues WoT gutes Match Replay von mir zu sehen. Also seid gespannt. Bis morgen hoffentlich. Bis dahin. Ciao.